Das Leben der jüdischen Gemeinde Rostocks wurde schon immer von Schwierigkeiten begleitet. Einen weiteren Schicksalsschlag erlitt die jüdische Gemeinde um 1942. Ab diesem Zeitpunkt wurden jüdische Familien aus ihren Wohnungen getrieben und in Sammeltransportern in verschiedene Konzentrationslager gebracht. Das Leben der Gemeinde kam dadurch zum Erliegen. Also wir sind im Moment, also sind wir die dritte jüdische Gemeinde in der Geschichte von Rostock. Die erste war noch im Mittelalter und die zweite existierte seit Mitte 19. Jahrhundert, also bis zum Zweiten Weltkrieg. Viele Mitglieder waren auch sehr bekannt in Rostock, haben auch sehr wichtige Rolle in der Rostocker Stadtgesellschaft gespielt. Zum Beispiel Arnold Bernhard kümmerte eigentlich nur um zu retten, was noch zu retten war, also um zu helfen denen, die haben noch eine Möglichkeit aus Deutschland auszureisen. Ja, trotzdem kostete das sehr viel Geld, aber nicht alle Familien hatten also dieses Geld, um aus Deutschland auszureisen. Und deshalb kam das manchmal also zu tragischen Geschichten. Die Familien versuchen, ihre Kinder nach Palästina und nach England zu schicken und die Eltern bleiben hier. Das Schicksal der Eltern ist dokumentiert. Schätzungen zufolge erlebten 14 von ca. 360 Juden das Kriegsende. Erst 40 Jahre später, durch Zuzug der baltischen Länder, lebte die jüdische Gemeinde langsam wieder auf. Synagoge und Verwaltung befinden sich heute in der Augustenstraße 20. Dies ist sowohl ein Ort der Begegnung als auch das Kennenlernen der Religion. Wir haben unterschiedliche Möglichkeiten. Einerseits, wir pflegen hier Tag der offenen Tür oder der jüdischen Kultur, wo die Menschen kommen und mit Berührung können sozusagen selbst erleben. Außerdem, wir bieten ein Friedensangebot von Führungen. Das heißt, die Menschen kommen hier und können auch dann Fragen stellen. So, und auch gibt es Kontakt wie moderne Menschen per E-Mail, kann man Anfragen stellen und so weiter. Die jüdische Gemeinde erlitt immer wieder Rückschläge, bis in die heutige Zeit hinein. Nicht nur die Information, sondern auch die Integration in die deutsche Gesellschaft ist noch immer ein wichtiger Punkt. Einerseits viele unserer jüngeren Menschen sind hier schon längst ihre Laufbahn aufgebaut haben. Das heißt, sie haben hier Hochschulabschluss gemacht oder Berufsausbildung und arbeiten langsam in Deutschland. Bei älteren Generationen immer schwieriger, zum Beispiel Sprachbarriere, wenn man Lernsprache dann vergisst. Sprechen und vergisst. Zum Beispiel einiges bei unserem heutigen Gottesdienst wurde auch teilweise auf Russisch beigetragen oder vorgetragen, weil das die erste Sprache ist, wo man das am besten beherrscht für diese Menschen. So. Das heißt, insgesamt denke ich, die Integration ist gut gelungen. Der jüdischen Gemeinde ist es wichtig, nicht isoliert ihren Glauben zu leben. Es ist heute wichtiger denn je, offen auf Besucher und Außenstehende zuzugehen, um sie mit der Kultur und der Religion vertraut zu machen. Die Förderung der Verständigung und der gegenseitigen Achtung von jüdischen und nichtjüdischen Bürgern gehört zum Hauptanliegen der Gemeinde.